Sind wir bald da? Nee. Sind wir bald da? Nein. Guck mal, sind wir bald da? Nein, ist grün. Grün. Jo, hey Onliners, heute ist der 12.11., der 12. November. Die Welt ist nicht untergegangen, im Gegenteil, sie ist schöner denn je. Und es ist wieder ein super sonniger Samstag und wir werden frühstücken. Allerdings werden wir mal wieder im Bett frühstücken. Yes! Und was braucht man natürlich zu einem leckeren Frühstück? Richtig, Brötchen. Und die müssen wir erstmal aus dem Keller holen. Die selbstgebackenen Brötchen sind fertig. Na, vom Teig her alles selber gemacht. Und dann haben wir sie eingefroren. Echt jetzt? Ja, weil seit wir ohne Auto sind, gibt es Aufbackbrötchen. Weil bei dem Wetter morgens früh, also bei der Kälte, ist ja schönes Wetter, ist nur saukalt. Zum Bäcker laufen ist doch eine ganz schöne Strecke. Tja, die kleinen gefräßigen gefiederten Freunde sind ein wenig Leckerschmecker. Weil der schmeckt ihnen irgendwie nicht. Der hängt jetzt schon seit einer Woche und da fehlen 3-4 Körner raus. Ist nicht ihre Marke. Obwohl da Sonnenblumenkerne drin sind und sie von dem anderen Streufutter das erste, was sie da rausgepickt haben, die Sonnenblumenkerne sind. Schnuffel, spazieren gehen am Tegeler See. Hey. 2 Stunden lang. Ja, nur heim, Anni. Ist man gerade Mittag und es kommt einem vor wie früher Abend. Das mag ich nicht an dieser Jahreszeit, dass es so früh dunkel wird. Hier werden sie spät kommen. Könnte ich eigentlich noch Geld holen, wa? Ja, könnten wir mal Geld holen. Haben wir ja noch Zeit zu jetzt. Ja, weil unser Bus war zu spät, dadurch haben wir jetzt den Anschlussbus verpasst und müssen 15 Minuten warten. Schnuffel, da ist eine Krähe und die wartet auf den Bus. Ja, aufgrund widriger Umstände fällt unser Tegeler Seespaziergang aus. Und zwar sind die widrigen Umstände, dass wir sonst, da wo wir was essen gehen wollen, keinen Tisch mehr kriegen würden. Und deswegen treffen wir uns da schon früher und dann macht das Spazierengehen keinen Sinn mehr. Deswegen sind wir jetzt quasi auf einem kurzen Spaziergang hier, lustig an der Straße. Ja. Ja, naja. Auf dem Weg zum Naschnuffel, wo gehen wir essen? Ins Haxenhaus. Ja, das ist ja quasi am Teglersee. Genau. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Obwohl ich angeblich das wüsste. Natürlich, wir waren doch da schon. Wir waren da noch nicht. Natürlich waren wir da in dieser Straße schon. Da ist auch da, da wo ich hier La Proie getrunken habe. Was schmeckt wie Gummireifen. Teer. Ja, aber deswegen weiß ich trotzdem nicht, wo das Haxenhaus ist. Oh, es riecht so nett da drin. Was ist das? Ganz Spinnrad. Viel. Ganz Spinnrad, ja? Mhm. Die haben ganz viele Duftkerzen. Und ich finde es natürlich ein Ding, dass hier Gänsen hier die Hälse abgeschlagen werden. Und dann so im Wildlicht da gesteckt und so. Die Katze und der Hund sind doch drollig. Ja, die durften ja als Ganzes bleiben. Die hat man ja nicht nur den Kopf abgerissen. Ist ja cool, die haben hier oben überall Heide um die Ginkgos gepflanzt. Sieht cool aus. Und es geht noch cooler. Nee, wir lassen sie liegen und machen keine Marmelade von. Ach, da wollen wir hin. Ja, das konnte ich doch nicht wissen, Schnuffel. Ja, wir sind jetzt hier in Alt-Tegel und automatisch mit unserer Anwesenheit ist hier der Altersdurchschnitt gesunken. Drastisch. Und das da ist der Grund, warum wir umdisponieren mussten. Kriegen wir gar keine Gans. Nee, kriegen keine Gans.
lass uns ein Eis essen gehen. Es ist zwar tierisch kalt, aber lass uns ein Eis essen. Also wir befinden uns ja nahe des Gefrierpunktes. Na, erst wenn es auch passt. Innerlich. Äußerlich aber auch. Alter, Spekulatius-Eis von Florida. Mmh, ist das lecker. Also Schokolade-Mint ist auch geil. Immer so schön satt zu sein, ist kein Grund aufzuhören mit dem Essen. Und der Hunger kommt beim Appetit. Nee, umgekehrt. Beim Essen kommt der Appetit kommt beim Essen. Die hat sich jetzt echt 5 Kugeln Eis reingekloppt. Ja. Und so sieht sie aus. Ich habe überhaupt keinen Hunger mehr. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Endlich. Ja, cool, ist ja wie auf der Tenne hier. Hallo Schnuffel. War schön? Ja. Mal lecker essen? Ist auch. Aber boah, wie ich im Wasserbauch jetzt, ey. Ja, ich auch. Alter Falter. Hätten wir voll noch mal auf Toilette gehen sollen, vielleicht. War ich. Ja, ich aber vielleicht noch mal. Falls ja, mal, dass wir mit diesem langen Bus nach Hause kommen. Kannst ja am Hasenhorst sein Würstchen irgendwo hinhalten. Ich würde doch nie, Alter, Pee in Public machen. Ich bin Ole, das ist Sven. Hallo Sven. Tschüss, bis morgen. Das ist Ole, ich bin Sven. Tschüss Schnuffel. Tschüss Ole. Tschüss Sven.